Auf geht's, Jeder. Mittwoch, heute Fettsitzung plus Pressekonferenz. Darauf schauen alle. Ich persönlich schaue weniger darauf, ob die Zinsen angehoben werden. Ich persönlich schaue darauf, was mit den auslaufenden Anleihen passieren soll. Wird die Fed ankündigen, schrittweise, wie sie immer so schön sagt, graduell, die auslaufenden Anleihen nicht wieder neu zu kaufen? Das halte ich für sehr entscheidend, denn das könnte nicht nur die Anleihen unter Druck bringen, das könnte auch die Zinsen nach oben bringen. Und dann ist es interessant, wie reagiert der Aktienmarkt darauf? Nichts, worauf ich wetten will, nichts, worauf ich wetten werde, aber etwas, worauf ich achten werde heute. Auf alle Fälle steht der DAX vorbörslich auf 12.546 Punkten. Im Übrigen werde ich gefragt, was ist mit Aktien, Hamid? Schaust du nicht mehr auf Aktien? Doch, machen wir, aber nicht mehr zusammen mit dem DAX und dem Dow Jones und Nasdaq und so weiter, sondern separat voneinander. Und jetzt vor der Fed müssen wir nicht auf Aktien schauen. Das kommt aber auf jeden Fall und in Bälde wieder. Der DAX, Mann, ist der Volatilitätsindex wieder niedrig. Wir sind bei 11,7 Punkten. Von hier aus gab es immer wieder zumindest Vola-Peaks. Der DAX ist im Bereich einer doppelten horizontalen Widerstandszone. Der DAX ist stark. Der DAX macht jene bullische Seitwärtskonsolidierung und auf der anderen Seite viel Widerstand. Heute fällt die Entscheidung. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf der einen Seite einen Ausbruch sehen werden, über die 12.644er Marke unwahrscheinlich. Auf der Unterseite, dass der DAX unter diese 12.478 fällt, mit dieser aufsteigenden Trendlinie ebenfalls unwahrscheinlich. Das heißt, wir erwarten, ich erwarte den DAX zwischen 12.620 in der Spitze, 12.640 und nach unten hin die 12.480 Punkte. Also in der kleineren Zeiteinheit gilt es, etwas zu machen. Was wir gestern miteinander besprochen hatten, der DAX war ja bei 12.570 Punkten. Wir hatten gesagt, der DAX hat eine größere Wahrscheinlichkeit, diese offene Lücke zuzumachen. Das wäre ein Trade, was man machen kann. Das wäre die 12.519 Punkte gewesen. In der Spitze macht der DAX 12.525 Punkte. War eine Trading-Möglichkeit in der kleineren Zeiteinheit. Und dann lief der Markt seitwärts. Also, das ist die Range für heute. Im Falle des unwahrscheinlichen Ausbruchs hier, dann natürlich 12.325. Also, das kennen Sie alle. Das wissen Sie alle. Dazu ist noch die 20 Tage hier. Dazu ist hier noch eine offene Lücke. Große horizontale Zone. Falls es darunter geht, da oben hin, 12.644, darüber hat der DAX das Potenzial, 12.750 bis 12.850 abzuarbeiten. Hier sind auch offene Lücken, eine horizontale Marke. Das wäre dann die Zone, die aktiviert worden wäre. Nasdaq hat es nicht geschafft, per Definition diese sogenannte High-Base-Formation bullish aufzulösen. Was ist eine High-Base? Der Markt steigt und geht in eine Konsolidierung über. 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Man sagt, wenn es am 6. Tag nach oben nicht rausgeht, dann geht es meistens am 7., 8. Tag nach unten hin. Der Markt entscheidet sich dann dafür, nicht bullisch zu sein, sondern überkauft. Aber heute fällt entscheidend. Deswegen andere Story. Nach oben hin Widerstand 6.025 Punkte per Tagesschluss, spekulativ per Stundenschluss. Potenzial für eine Fortsetzung 6.100, 6.150. Auf der Unterseite 5.950 Punkte. Stundenschluss darunter, dann das Potenzial hier hinzulaufen. Zumindest per Stundenschluss im Bereich von 5.900 Punkte. Ob es dann per Tagesschluss wieder zurückkommt oder nicht, ist dann eine andere Sache. Tagesschluss unterhalb der 5.890, hier unten. Dieser grüne Kasten aktiviert. Denken Sie dran, heute ist Fettentscheid. Also sowohl kurz vorher als auch kurz nach der Bekanntgabe, als auch während der Pressekonferenz, kann es wirklich volatil zugehen. Und da sind alle Marken, die ich Ihnen genannt habe, eher Makulatur. Da kommt eine hohe Volatilität rein. Der Chart verliert seine Aussagekraft. Deswegen, ich finde, heute ist eine gute Möglichkeit, einfach mal zuzugucken. Und dann morgen vielleicht, wenn so einmal die Nachricht verdaut worden ist, sehe ich nach eventuellen Einstiegen Ausschau zu halten. Also Dow Jones hatten wir besprochen. Entweder geht er hier unten diese aufsteigende Trendlinie, da hatten wir gesagt, ist 21.500 drin, das Dreieck spitzte sich zu. Oder wenn wir hochgehen, dann traden wir nicht die trendbegrenzte Linie, sondern wir brauchen ein höheres Hoch. Haben wir gemacht. So, das war das erste Ziel, Allzeithoch. Und dann hieß es, Love Forest, Love Forest. Okay, jetzt nächste Widerstandszone horizontal 22.400. Und dann, wenn das ein Trendkanal ist, nächste Zone 22.500. Ansonsten Allzeithoch. Und natürlich, das zeige ich Ihnen gerne noch einmal, wenn wir uns diesen ETF anschauen, habe ich Ihnen gezeigt. Ne? Also auf der Unterseite gibt es im Moment immer wieder im Ausverkauf mehr Volumen.
und auf der bullischen Seite weniger Volumen. Wir hatten aber auch gesagt, dass das hier nicht ausreichend ist, um zu sagen, der Markt wird fallen. Denn ja, die Institutionellen verkaufen mit Volumen, aber die setzen den Ausverkauf nicht fort. Und deswegen kommen dann wieder die Kleinanleger und kaufen ihn. Und wenn er dann schön steigt, dann ist es im Moment so, dass immer wieder Institutionelle reinverkaufen. Deswegen gilt es hier, diese bullischen Bewegungen vorsichtig zu traden, nach meinem Dafürhalten, und nicht mittelfristig zu traden. Denn ich nenne so etwas immer Vertriebsmarkt. Also wird ein bisschen verkauft, dann lassen sie den steigen, dann wird er ausverkauft, dann lassen sie den steigen. Solange wir aber nicht 2-3 Tage in Ausverkauf sind, bleibt dieser Markt übergeordnet bullisch. Ich danke euch und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Leute, einfach mal entspannt zugucken können, ist an solchen Tagen total wichtig. Und am nächsten Tag mit Klarheit, ohne die hohe Volatilität, eine Trading-Entscheidung zu treffen. Mein Name ist Hamed Esnachari. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Kommen Sie auf unsere Homepage www.formationstrader.de. Wir haben heute noch eine Ausgabe zum S&P 500 für Sie. Tom wird für Sie da sein mit einer schriftlichen Ausgabe zu den Devisenmärkten. Und selbstverständlich, wenn sich wieder im Bitcoin-Markt etwas machen wird, werden wir auch mit einer Ausgabe für Sie vor Ort sein. Einen angenehmen und erfolgreichen Tag.